Und dein Gymbody braucht eine neue Herausforderung. Let's go. Wir haben die Gewichte ausprobiert, die immer an den Maschinen waren. Also viel Spaß. 30 Kilo Deadlift war dann überhaupt gar kein Problem an der Smith Machine. 60 Kilo Latzug war auch überhaupt gar kein Problem, auch wenn ich den Griff ein bisschen komisch fand. Dann ging es ans Rudern. 80 Kilo. Ja, wir haben gestruggelt. Die Gesichtskirmes war auf jeden Fall vorprogrammiert. Dann ging es an die Schulterpresse mit 5 Kilo. Das war ja wirklich Kinderspielchen. Bei 40 Kilo Bankdrücken sah das Ganze dann schon wieder anders aus, aber war trotzdem geil. Bei der 50 Kilo Brustpresse hat es dann bei mir aufgehört. Bei Caro mit einem Arm war noch drin. Aber Junge, das ging gar nicht. Ich habe gekämpft, Männer, aber es ging nicht hoch. 40 Kilo Beinstrecker war bei Caro auch ein bisschen schwierig, aber bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt, außer das Reinkommen, das war ein bisschen eine Katastrophe. Das nächste Ding war die Wadenmaschine mit 95 Kilo, ja, das war eigentlich echt easy, also kann man nichts zu sagen. Jetzt kommen wir zum liegenden Beinbeuger. Die Caro ist da erstmal reingerobbt wie eine 1, aber war ein bisschen schwierig, weil es bei ihr sehr gezogen hat. Meine Wenigkeit hat das wie eine 1 gezaubert. Alter, jetzt nochmal die Brustpresse, ich komme nicht klar, das waren nochmal 60 Kilo und es ging gar nicht. Alter, ich habe alles gegeben. Einfach nicht. Ich habe mich wieder beruhigt, aber das Gerät war auch mit 40 Kilo drin und die Caro hat es einfach geschafft. Die ist so eine Maschine, aber bei mir ging es wieder nicht. Guckt euch mein Gesicht an. Also wirklich, das war grandios. Dann ging es auch schon zur letzten Maschine und zwar 190 Kilo Beinpresse. Ich konnte mir nur helfen, meine Beine waren tot und irgendwie ging es, aber es war halt nicht wirklich. Also es war ein Fail von meiner Seite aus. Caro allerdings hat das Ding weggeflext wie eine 1.